shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Hoffentlich. Komm jetzt! Jetzt komm! Komm! Ja! Mach jetzt! Ja! Alles ist bereit. Jetzt fehlen nur noch meine zwei Probande. Lutscher! Komm mal mit. Alter, das. Wohin will der Kerl so schnell? Nicht Frage, mitkommen. Was ist das hier? Das ist meine neueste Erfindung. Ich nenne sie Zeit. Maschine. Und ihr zwei werdet für mich 100 Jahre in die Vergangenheit reisen. Ach, grüßt Leonardo da Vinci von mir. Oder war es doch Isaac Newton? Oder E.T.A. Hoffmann? Na egal, gute Reise. Angucken. Wie war die politische Situation in den 20er Jahren? Auf geht's, Leute. Auf geht's. Auf. Julian, wie wär's mit dir? Was? Sorry, ich hab grad nicht aufgepasst. Wie war die Frage nochmal? Wie war die politische Situation in den 20er Jahren? Hey, was ist los? Hey, ich beende die Stunde. Hey. Herzlich willkommen im Jahr 2020. Sie sind soeben 100 Jahre in die Zukunft gereist. Was? Mir schwant Übles. Eine Zeitreise? Aber das ist doch gar nicht möglich, Erwin. Anscheinend ja, doch. Sieh dich doch mal um. Hey! Was wollt ihr denn jetzt? Sucht ihr irgendwas? Guten Tag, der Herr. Mein Name ist Erwin. Tatsächlich sind wir gerade etwas orientierungslos. Ich bin Anne. Ich weiß nicht, ob Sie das für Firlefanz halten, aber wir scheinen eine Zeitreise gemacht zu haben. Was seid ihr denn für Vögel? Und wie seht ihr denn überhaupt aus? Ja, eben wie Schüler aus dem Jahr 1920 gekleidet sind. Piekfein. Ach, verarsch mich doch. Ihr seid doch sicher irgendwelche Hipster. Bitte aufladen. Was soll das denn? Sieht so aus, als ob diese Gerätschaft etwas zum Funktionieren benötigt. Etwas namens Radium? Boah,
Das kann doch unmöglich. Und so jemand wie Sie ist mir übrigens auch noch nie über den Weg gelaufen. Ja, jetzt war doch mal. Ich glaube, Radium, das habe ich doch schon mal gehört. Das ist, glaube ich, irgendwas Chemisches. Dann müssen wir dieses Radium finden und benutzen, um zurückzureisen. Vielleicht gibt es ja oben in der Chemiesammlung. Beeindruckend. Und wo ist jetzt dieses Radium? Keine Ahnung. Ich war hier auch noch nie drin. Ja, aber... Oh Gott, behüte! Dürfte ich mal fragen, was ihr hier macht? Ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Mir brauche da nämlich so ein... Wie soll ich das sagen? Mir brauche... Radium. Ja. Ihr braucht was? Ja, Radium, hat sie doch gesagt. Das ist doch was Chemisches, oder? Ja klar, kein Problem, hol ich euch gleich. Soll ich vielleicht noch ein passendes Kraftwerk dazu bringen oder so ein paar Gramm Antimaterie? Also haben wir hier kein Radium? Natürlich nicht. Und das ist auch gut so. Radium ist ein radioaktiver Stoff und gesundheitsschädlich. Wofür braucht ihr das eigentlich? Das ist ja mal ein interessantes Ding. So viel Aufwand für ein Rollenspiel. Ja, aber hey, guck mal. Der Balken ist noch halb voll, also keine Panik, oder? Und womit sollen wir den Apparat dann aufladen? Das könnt ihr euch ja dann draußen überlegen. Oh, shit, Mann, ey. Aber sie hatte ja recht. Wir brauchen gar kein Radium. Lasst uns doch nochmal einen Blick in die Maschinerie werfen. Sag mal, woher habt ihr das Ding eigentlich? So genau wissen wir das eigentlich auch nicht. Da gab es so einen Wissenschaftler, den niemand so richtig kannte. Eine recht zwielichtige Gestalt. Ja, der war vielleicht eine Marke. Er faselte immerzu von seinem großen Plan und verrichtete seine Arbeit in einem abgetakelten Kabäuschen, aus dem ständig Lichtblitze kam, als ob dort unten etwas... Ausgekocht! Seht mal her! Hä, woher hast du das denn jetzt? Ich habe den hier gedrückt und dann ist mir das hier entgegengesprungen. Ja, und? Ihr werdet nie glauben, was da drin geschrieben steht. Nein? Doch. Oh. Sag schon, Erwin, was ist der Inhalt? Also, da steht: Allgemeine Deutsche Realenzyklopädie Leipzig 1820. Das war vor genau 200 Jahren. Aus welcher Zeit kommt ihr nochmal? Wir sind im Jahr 1920 losgereist. Das müsste ja dann genau die... Die Mitte sein. Erwin, erinnerst du dich noch, was der Wissenschaftler zu uns gesagt hat? Ja, er faselte immer zu etwas von 100 Jahre und Vergangenheit. Also stammt das Buch aus dem Jahr, in das wir hätten entsandt werden sollen. Der Wissenschaftler muss sich bei der Eingabe der Daten vertan haben. Passt zu ihm. Krasser Shit. Ist ja besser wie in jedem Film. Aber dann ist ja jetzt eigentlich klar, was ihr tun müsst, oder? Ja, wir benötigen nur noch ein Buch aus 1920. Und warum genau mussten wir jetzt hierfür durch die halbe Stadt spazieren? Seht euch meine Schuhe an, das ist die reinste Tortur. Ja, wollt ihr zurück oder nicht? In der Schule ist niemand mehr, der uns helfen kann und deswegen müssen wir jetzt hier hin. Julian, was machst du denn hier? Hallo. Wow, eure Outfits, Mensch! Wer seid ihr denn? Die sind ja wie so goldene 20er-mäßig, das sieht ja richtig toll aus. Und ihr wolltet... Ach, wegen der Party am Wochenende! Nee, deswegen sind wir nicht da. Wir brauchen deine Hilfe. Hilfe? Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil wir... Wir sind auf der Suche nach einem Buch über das Jahre 1920. Können Sie uns da behilflich sein? Das heißt,
Ja, du brauchst noch Inspiration für dein Kostüm dann demnach. Hey, ich wusste gar nicht, dass du so viel Wert auf Details legst. Ist doch toll, dann komm doch gerade mit rein. Nein. Sie verstehen da etwas ganz und gar nicht. Meine Kameradin und ich, wir kommen aus... Aus Freiburg. Sie kommen aus Freiburg und ich habe sie eingeladen, um mit mir Geschichte zu lernen, weil ich da nicht so gut drin bin. Wie bitte, was? Ja, da hast du dir doch dann die richtigen Freunde zum Lernen ausgesucht. Find ich gut, aber ich hole den dazu. Danke. So, ich habe ja noch was gefunden. Danke, welcherlei Werk ist das? Das ist am Nullpunkt des Zins über das Jahr 1920 und da sollte eigentlich alles drin sein, vom Boom bis zur Krise. Was ist denn das für ein Titel? Naja, aber glaubt ihr denn, da steht alles drin, was ihr wissen müsst? Also ich bin sicher, das wird euch beim Lernen und auch beim Vorbereiten für die Party dann helfen. Also ich freue mich ja schon total und ich hab hier so Schuhe, ich habe hier Schuhe gefunden. Ach Mist, ich finde sie gerade nicht. Ich habe mir neulich erst Schuhe gekauft und ich freue mich schon total. Das Outfit wird der Hammer und ich habe die ganze Zeit nach einem Zylinder schon gesucht und aber irgendwie... Oh. Hä? Okay. Also hör mal, was sollte eigentlich vorhin dieser Firlefanz mit dem treten? Ja, denk doch mal nach, der Typ lebt praktisch von Geschichte. Hätte der erfahren, dass ihr aus der 20er kommt, dann wäre die Hölle los gewesen. Ja, du hast recht. Aber was hier wichtiger ist, schaut mal. Worauf warten wir eigentlich noch? Es stört mich. Sprich es nicht aus. Oh shit, scheiße, Mann, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein! Was war das? Halt, warte noch. Es funktioniert doch schon. Logbuch? Was denn für ein Logbuch? Vielleicht hat der alte Wissenschaftler seine Erkenntnisse in einer Art Logbuch hier eingebaut. Gesperrt. Der war vielleicht auf dem Kiviv. Kiviv? Was denn für ein Kiviv? Naja, aber egal. Der hat also sein eigenes Buch gesperrt, oder wie? Allem Anschein nach, ja. Na, wartet mal, ich glaube, ich weiß, wer uns da helfen kann. Ja? Wer? Ja, wir müssten dafür zurück in die Schule. Ah, wusste ich doch, dass du da bist. Muss das gerade sein? Ich designe gerade den Abspann für den Abi-Film. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass mir wichtiger sind. Ja, schönes Teil. Wer hat das denn programmiert? Das ist nicht von Belang. Wir müssen ein geheimes Logbuch finden, das da drin verbaut sein soll. Verbaut? Ich würde ja sagen, einprogrammiert. Und so wie es aussieht, ist das eine Art Rätsel, ein... Capture? Rätsel? Damit kenne ich mich aus. Wirst du auch dieses Rätsel lösen? Na klar, das hat bis jetzt doch immer funktioniert. Ja. Hier steht, finden Sie alle Bilder mit einer 20. Na gut, dann los. Was für ein Tag. Ich sah auf dem Weg heim ein Uhrwerk liegen. Es war recht seltsam. So etwas hatte ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Ich schaute das gute Stück nun eine rechte Weile an und verfiel
innen nachdenke über das Wesen der Zeit. Nächtelang liege ich wach. Es befangt mich die Ahnung, dass hinter all dem etwas ungeahnt Großes stecken könnte. Aber was ist es nur? Ich habe Beschluss gefasst. Ich werde ans Ende der Zeit reisen. Dafür bedarf es mir nur einer kleinen Apparatur. Heute beginne ich mit der Planung. Ich habe etwas Unglaubliches entdeckt. Mehr als ich mir je erträumen konnte. Das Radium, das ich aus meiner Zahnpasta extrahierte, zeigt ungeahnte Kräfte. Ich werde es für meine Gerätschaft verwenden. Wochen vergingen seit meinem letzten Erfolg. Immer müder wurde ich und hoffnungsloser. Bis ich letzten Abend mein Buch schlaftrunken in die Apparatur legte. Fast fielen mir die Augen zu. Da sah ich einen geheimnisvollen Glanz aufsteigen. Ich stand auf und sah, er kam vom Uhrwerk, welches neben dem Koffer lag. Ich bin seither frohen Mutes. Die Maschinerie ist vollendet. Alle Berechnungen stimmen und meine Beobachtungen ergeben Sinn. Wer immer mit meiner Maschinerie zur Reise gedenkt, der findet die Goldene 20. Sie offenbart sich des Nachts in Anwesenheit des Apparats. Ja. Alles ist bereit. Jetzt fehlen nur noch meine zwei Probanden. Dann bedeutet das doch... Wir müssen nur noch die Goldene 20 finden. Und da es gerade dämmert... Geht mal in die Aula. Von dort aus seht ihr das Gebäude ganz gut. Komm, ich muss hier noch... Viel Spaß noch! Seht da! Ja. Alter, so was Krasses habe ich ja noch nie gesehen. Das ist also unser Tor zurück. Ja, also dann, ciao. Es war uns auf jeden Fall eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Okay. Dann würde ich sagen, haut rein. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Herzlich willkommen im Jahr 2120. Sie sind soeben 100 Jahre in die Zukunft gereist. From your grave. See, I finally opened up my